Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Review, heute mit einem Drescher und zwar dem Laverda M400 Advanced. Ja, hier haben wir schon das feine Schmuckstück in voller Aktion, mehr oder weniger. Also er drischt zwar gerade nicht, weil ich ihn jetzt gerade halt noch nicht fahre. hier ist das feine Stück. So können wir ihn ja erstmal vom Äußeren betrachten, wie eigentlich bei jeder Mod Review auch. gucken wir uns erstmal ein bisschen das Detail an. Das Detail ist, naja, ich sag mal so, vom Äußeren ist da schon nicht gerade die Schärfe im Detail, wenn man es mal so ganz genau nehmen möchte. Also die Schrift ist schon ein bisschen unscharf, aber sonst will man da jetzt nicht so groß was sagen. Ich meine, so scharf wie dieses GYA da ist, mit diesen 3 Sternen, oder 6 Sternen, wie auch immer, ist die Schrift da oben nicht gerade scharf, so wie auch das M400 LC1 oder was das auch mal bedeuten soll. Ja, dafür sind hier jede Menge Warnhinweise, die auf jeden Fall etwas schärfer mehr oder weniger sind. Naja, hier haben wir ein Nummernschild, das sieht sehr stark nach einem, keine Ahnung was aus, ich weiß nicht, woher das kommen könnte, kenne mich da nicht jetzt so direkt aus. Das Zeichen von dieser Firma ist natürlich wieder gestochen scharf, das ist schön, also das sieht man hier wirklich gut und das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. So, die Rundumleuchten, wo wir jetzt schon gerade hier bei der einen sind, ich finde, die ist gar nicht mal so schlecht animiert, also ich habe da schon eindeutig schlechtere gesehen. Und es ist ausreichend, ja, also ich finde es nicht schlimm, also es ist okay. Ja, jetzt kommen wir weiter bei der Textur. Unten sieht das hier alles, also wie die Achse hier, alles gestochen scharf aus. Hier kann man noch Schneidewerkshänger hinterhängen, sieht man. Ja, die Reifen auch texturell sehr gut. Sind keine plattgefahrenen Teile oder so, sehr scharf, super. So, kommen wir auch gleich mal zum Schneidewerk, das haben wir hier vorne. Das zittert jetzt hier gerade ein bisschen. Das hat wohl ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, vielleicht magst du es nicht so live zu sein. Na, ist ein bisschen Aufregung ist man dabei, ne? Also, naja. Auch so ein Schneidewerk darf man ein bisschen Aufregung haben. Na, ja, passiert. Vielleicht könnte man das jetzt als Fehler ansehen. Ich weiß es nicht. Es ruckelt nämlich ganz schön. Das geht schon ein bisschen auf die Augen. Aber sonst ist es eigentlich so vom Detail her gut geworden. Hier sieht man es Geringshof. Geringhof, keine Ahnung, wie man so mal gerne aussprechen mag. Hier vorne haben wir wieder den Schriftzug von dem Drescher. Wieder schön scharf, sieht gut aus. Von vorne sieht das Teil natürlich auch richtig bombig aus. Ja, wir steigen mal in den Teil ein und hören gleich ein. Schönes Geräusch. Da hat man eben gesehen bei dem Bildschirm, der ist erst noch so ein Startfenster gekommen und dann sieht man jetzt hier so Details, wie zum Beispiel wie schnell man fährt. Finde ich richtig gut gemacht. Hier generell im Innenraum sind relativ viele Details. Man hat zum Beispiel auch hier so ein, man kann dieses IC anschalten. Da kann man zum Beispiel jetzt hier die Innenbeleuchtung manuell anschalten. Das vorne, die Front hier, die Dings hier, die Arbeitsscheinwerfer kann man hiermit innen drin mit diesen IC-Dingern anschalten. Kann man auch wieder ausmachen. Man kann die Rundumleuchten hier drin, glaube ich, anschalten, das Rohr ausfahren. Das ist, es gibt so viele Features hier drin. Schalten mal wieder die Innenbeleuchtung aus. Ne, die war noch gar nicht an mehr. Ja. Wie ihr hier seht, haben wir auch Seitenspiegel verbaut. Sind nicht gerade von der besten Qualität. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an meinem Spiel. Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall ist es halb so dramatisch. Von draußen natürlich hat der Drescher auch Blinker. Finde ich auch gut eingesetzt oder eingebaut. Kein Problem. Lichtmäßig. Ja, auch gut verteilt. Nicht schlecht. Oh, es gibt noch eine Stufe. Jetzt leckt das kurz. Oha. Ja, so, jetzt geht's um das, was eigentlich so ein Drescher, ja, wofür er halt so gebraucht wird. Ein geiles Feature, was ich da vorne bei der Straße brauchte, weil die ist da so ein bisschen, wie ihr da vorne seht, ein bisschen, naja, durchwachsen, ein bisschen unterschiedlich hoch. Und da setzte man dann schon mal mit dem Schneidewerk auf. Und das ist irgendwie so ein cooles Feature. Ich weiß auch nicht, wofür man das jetzt so wirklich braucht, aber vielleicht weiß es ja einer. Und zwar kann man jetzt hier, wenn man K drückt, den Drescher vorne hochfahren. Und damit kam ich perfekt durch dieses Löchlein da durch, ohne dass das Schneidewerk öfter mal aufsetzen musste. Und ich fand, das war ein tolles Feature und dann konnte man wieder schön wieder auf J runterfahren. Das fand ich interessant und das ist auch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, mit Y kann man wieder die Strohablage ein- oder ausschalten. Oder den Strohhäcksler ein- und ausschalten, ich weiß es nicht. Irgendwie so, ja. Mit Komma bei den Numpertasten können wir es auch nochmal so einstellen. Ganz komisch belegt ja alles.
einiges ist auch auf komischer Schrift. Hauptsächlich geht es aber erstmal um das, zum Beispiel den Drescher starten auf B. Jetzt gucken wir uns das Teil mal ein bisschen in Aktion an. Und der federt ganz schön doll rum, ist mir so ein bisschen aufgefallen. Entweder ist es einfach nur, weil er ein bisschen stur ist, oder es ist so. Ich weiß es nicht wirklich, aber es ist schon komisch. Es fährt sich nicht gerade so frei. Also der fühlt sich so richtig an, als wäre das Schneidewerk so richtig stur, als würde sich das gar nicht mal so wirklich dem Boden anpassen, sag ich mal. Als würde das einfach nur, als würde es gar nicht hochkommen, wenn da jetzt eine Bodenwelle kommt, sondern als würde er einfach drüber racheln. So fühlt sich das an. Naja, ist vielleicht mehr oder weniger positiv, weil das zittert einfach so da rum, das Schneidewerk. Vielleicht liegt es eher am Schneidewerk, ich würde gar nicht mal dem Drescher so die Schuld geben. Ich könnte vielleicht am Ende des Videos nochmal einen kleinen Ausschnitt einblenden, wo der Drescher mal mit einem anderen Schneidewerk fährt. Kann ich mal ausprobieren. Vielleicht ändert sich da was. Ich blende mal einen kleinen Frame dann am Ende dieses Videos ein. Ja, was kann ich so zu diesem Drescher sagen? Gefällt er mir persönlich, also meine persönliche Meinung zu diesem Drescher, kein schlechtes Ding, kann man benutzen, ist nicht schlecht und für, lasst mich lügen, einen Kaufpreis von 10.000 macht man da wirklich nichts falsch. Ich meine, das ist so ein Mittelklasse-Drescher und da kann man wirklich nichts falsch machen. Das Schneidwerk, das kostet ganze, ja, das ist schon wieder so, da denke ich mir, warum ist das Schneidewerk jetzt wieder teurer als dieser Drescher und das Schneidewerk ist dennoch komisch und denn bei den Fruchtarten, ja gut, da kann man glaube ich sogar mit, ja, naja, es ist komisch, passend zu dem Class Lex, vielleicht habe ich einfach das falsche Schneidewerk genommen, aber ich bin der Meinung, dass es genau das Richtige ist, weil ich hier eigentlich kein anderes habe für dieses Fahrzeug. Ich bin der Meinung, das ist das eigentlich für diesen Drescher und naja, vielleicht stimmt da was an den Informationen nicht ganz, aber naja. Wollen wir uns davon nicht weiter so irgendwie dran aufregen an diesem Ding. Ich pack da jetzt mal gleich irgendein anderes dran von Case oder so, mal gucken. Und dann mal gucken, wie es dann so funktioniert. Das war's mit meiner Mod-Review. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt der Mod-Review doch einen Daumen nach oben. Ihr könnt natürlich auch das ganze Video teilen auf den Facebook-Platte auf so viele Plattformen, ja, genau. Ihr könnt es natürlich auch auf Facebook oder Twitter oder sonst wo teilen, das Video. Müsst ihr nicht, könnt ihr aber machen. Wäre natürlich toll. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Mod-Review. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst doch natürlich auch ein Abo da. Würde mir natürlich freuen. Hört sich ein bisschen viel nach Werbung an. Aber scheiß drauf. Jo, bis zum nächsten Video. Das war's. Jetzt kommt noch der Frame mit einem anderen Schneidewerk. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Marci.